Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und oh mein Gott, Leute, ich bin so aufgeregt. Erstens mal, weil das erste Video ist, was ich in der Form mache, und zwar meine Abschminkroutine. Ihr habt es euch mehrfach gewünscht, schon vor ein paar Jahren, das weiß ich noch, aber irgendwie, ich hatte da immer so ein bisschen Bammel vor, keine Ahnung, weil ich im Bad keine Möglichkeit habe, und deswegen, ja, mache ich das jetzt hier vor meinen Schränken, bin vorbereitet, habe hier auch schon heißes Wasser, ich habe extra Wasser abgekocht, damit das dann bei der Verwendung immer noch schön heiß ist. Und ich habe einen mega, 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 mega krassen Rabattcode für euch. Schaut in die Infobox. Das ist der Wahnsinn. Ich war selbst schockiert, als ich das gelesen habe, was ich für einen hohen Rabattcode hier bekommen habe. Der Wahnsinn. Und ich hab schon gesagt, ich werde den selbst benutzen sogar. Und mir alles nochmal nachkaufen, Backup sichern, weil ich so dermaßen überzeugt und zufrieden von den Produkten bin, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber um was es genau geht, es geht um eine neue Marke, und zwar um Yepoda. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Es ist koreanische Hautpflege. Ein Reinigungsset habe ich hier, inklusive einer Maske, die ich danach noch anwenden möchte. Ihr kennt das ja von mir, Maskenvideos mache ich hier ja regelmäßig. Und ich bin total aufgeregt. Bin heute auch geschminkt, also für die einen ein bisschen stärker, für mich eher so alltagstauglich. Und übrigens, ihr wisst ja, ich habe ja hier diese Hautprobleme mit meiner richtig schlimmen Haut aufgrund von Psoriasis. Ich habe ja Rheuma, und ja, Psoriasis ist da auch mit im Spiel. Und da ist ja die ganze Haut hier entzündet gewesen, hier auch total schlimm. Und auch meine Hand, da ist es leider auch immer noch, weil da benutze ich ja die Produkte jetzt nicht. Aber im Gesicht benutze ich die Produkte. Und da hat sich schon massiv was getan, weil die Produkte nicht nur reinigen, sondern auch pflegen. Und als erstes benutzt man das hier. Das ist The Calm Balm. Und der hat auch super viele gute Inhaltsstoffe. Ich habe mir das mal extra notiert, weil das kann ich mir nicht alles merken. Und ich möchte euch nichts Falsches sagen. Und deswegen denke ich, ist das auch legitim, dass ich mir das notiere. Und The Calm Balm enthält nämlich Kokosöl, Olivenöl und Spirulina. Und außerdem reinigt der halt sehr gut. Er pflegt noch durch das Olivenöl, und das Kokosöl reinigt halt extrem gut. Das wissen auch die meisten schon. Ach, und was ich auch noch richtig toll finde, das ist alles in einem Glastiegel, also total hochwertig. Ich habe mir das auch immer im Bad so ein bisschen drapiert, wenn mal jemand zu Besuch kommt. Klar, aktuell jetzt nicht so wegen Corona, aber wenn dann doch mal jemand da ist, und dann sieht das immer auch optisch schön aus, und dann wird man auch angesprochen, was das für eine tolle Pflegeserie hier ist, und das Interesse ist groß. Ja, das ist jetzt hier in so einem schönen, ja, Mintgrün, würde ich sagen, und das ist so ein Balm, ist auch nochmal richtig schön verschlossen, dass da nichts dran kommt. Ich hebe mir das auch immer auf. Und wie ihr sehen könnt, ich habe das auch schon benutzt. Man braucht da überhaupt nicht viel. Das geht richtig gut. Und den werde ich jetzt dann auch mal benutzen. Ich habe hier diesen Spatel. Da gibt es auch in dem Set. Ich habe so ein Set. Das werde ich euch auch alles verlinken. Den Rabattcode schreibe ich euch in die Infobox. Und was wichtig ist, der ist nur eine Woche gültig, weil das so ein dermaßen krasses Angebot ist. Das habe ich noch nie gesehen, und ich folge der Seite auch schon was länger, auch auf Instagram. Und ich habe das noch nie gesehen, dass derart hoher Rabatt gegeben wurde, und ich freue mich mega. Ja, und da ist, wie gesagt, in dem Set auch ein Spatel dabei, aber ich habe jetzt den hier, und das war mal ein Geschenk von meinem Mann. Ich weiß noch genau, ich bin ja spatelverrückt, und das war mal ein Geschenk von meinem Mann. Und zwar hat er mir den in Rothenburg ob der Tauber gekauft, auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, weil bei mir war jetzt hier keiner mit dabei, aber ist nicht schlimm, ich habe ja. Das hier ist die Menge, die ich benutze, und alle Produkte von Yepoda haben auch richtig gute Inhaltsstoffe, habe ich mir auch extra nochmal notiert, sind hochwirksam und sind natürlich, sind tierversuchsfrei und
vegan. Also besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Und das hier nehme ich mir jetzt in die Fingerspitzen. Dann erwärme ich das hier, verreibe das so ein bisschen und gebe mir das aufs Gesicht. Und ich habe dazu auch mit meinem Mann zusammen auf Instagram ein Video hochgeladen. Das erste IGTV-Video. Ja, und das war super witzig. Wenn ihr es noch nicht geschaut habt, schaut es euch an. Ich habe es extra abgespeichert, damit ihr euch das im Nachhinein noch ansehen könnt, weil es kann ja nicht immer jeder dann live online sein, wenn ich das mache. Das war so witzig und er hat mich da abgeschminkt und er hat es auch wirklich richtig gut gemacht, muss ich sagen. Und hat dann danach auch noch mit mir die Maske zusammen gemacht und war davon auch echt begeistert. Also das ist nicht nur was für Frauen, das ist auch was für Männer. Also ich habe mir, ihr seht schon, wie gut das geht. Und das geht auch mit wasserfestem Make-up. Ich habe wasserfeste Mascara übrigens drauf. Das habe ich mir jetzt verrieben. Dann mache ich die Fingerspitzen warm und reibe da nochmal drüber, weil dann schäumt das so ein bisschen und macht eine Emulsion. Also ihr könnt es schon sehen. Vor allem, ich habe ja mich in ein paar Videos beschwert, wer mir schon länger folgt, der weiß das, dass ich, wenn ich solche Reinigungsbalms benutze, dass ich danach immer ölige Augen habe, weil ich bin Kontaktlinsenträgerin und ich schminke mich gerne abends schon recht früh ab, wenn ich weiß, ich gehe halt nicht mehr weg oder so, damit ich kein Make-up irgendwie an den Händen habe oder so, wenn ich mal was lese oder irgendwas mache und habe dann die Finger immer im Gesicht, dann mag ich das irgendwie nicht. Und dann habe ich aber immer das Problem, dass ich dann halt ölige Augen habe, da muss ich die Kontaktlinsen rausnehmen, bis ich dann wieder was sehe, da muss ich die reinigen und das ist immer so ein Aufwand, aber hier ist das überhaupt nicht der Fall. Ich sehe gut aus, ne? Hier war auch so ein kleines Heftchen mit dabei und da steht alles nochmal extra mit drauf, das habe ich mir aufbewahrt, aber auf den Produkten selbst steht auch nochmal alles drauf, finde ich halt richtig gut, weil es kann durchaus vorkommen, dass einem das Heftchen abhanden kommt und dann ist das vielleicht so, dass man das ein paar Tage nicht mehr verwendet oder gerade am Anfang ist man sich unsicher, was musste ich jetzt nochmal machen, wie waren genau die Schritte und dann kann man da einfach gucken, ist auch mit Bildern, also das finde ich richtig praktisch auch. Genau, das habe ich jetzt gemacht, dass ich das nochmal aufgeschäumt habe. Bringe den Balm zwischen deinen Händen zum Schmelzen, habe ich gemacht. Massiere ihn dann in deine Gesichtshaut ein, habe ich auch gemacht. Mache deine Fingerspitzen nass und massiere weiter, sodass eine Emulsion entsteht, habe ich auch gemacht. Dann halte einen Musselin-Waschlappen, das habe ich. Der hier, der ist auch extra von Yepoda. In heißes Wasser. Fringe ihn anschließend gut aus und lege ihn auf dein Gesicht, damit der heiße Dampf deine Poren öffnet. Und ich habe mir ja extra Wasser abgekocht. Das steht hier neben mir. Ihr habt es ja gesehen. Wahrscheinlich hat es noch gedampft. Da ist es. Das dampft. Ja, ich, wie gesagt, ich habe das extra so gemacht, damit ich nicht ständig ins Bad rennen muss. Ich bin aufgeregt. Es geht los. Den halte ich mir jetzt ins Gesicht und das öffnet dann die Poren. Und dann wische ich das ab. Und dann kommt Teil 2. Oh, das tut so gut, Leute. Oh, ich fühle mich wie im Wellnesshotel. Oh, ich habe hier auch extra noch meinen Spiegel hingestellt, weil ich mich im kleinen Display ja nicht so gut sehen kann. Jetzt mache ich das hier, wische ich mir das ab. Wow. Und ihr könnt schon sehen, wie einfach das jetzt gegangen ist. Das gibt's gar nicht. Also ich bin davon wirklich sehr begeistert, vor allem, dass ich noch gucken kann, finde ich richtig toll. Und das ist so pflegend auch für die Haut, wirklich. Auch als meine Haut richtig entzündet war,
hat das überhaupt nicht gebrannt, das hat nicht gereizt, weil man muss nicht 100-mal drüber schrubbeln und da nochmal und da nochmal und denkt sich, oh nein, jetzt muss ich wieder da und da tut es doch weh. Das geht super schnell und einfach und das finde ich halt auch so praktisch. Krass. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal im Spiegel geguckt. Das ist der Wahnsinn. Und ihr könnt es ja sehen, ihr wisst ja, ich erzähle ja nichts vom Pferd. Ich sag auch mal, wenn es nicht gut ist. Aber Leute, ich bin so glücklich. Vor allem, ich kann mich auch wieder ein bisschen schminken. Ja, ist jetzt ja kein Muss und auch kein Weltuntergang, wenn man sich mal nicht schminken kann. Aber ich liebe es, mich zu schminken. Ich meine, ich habe einen Beauty-Kanal und dann kann man sich nicht schminken, weil man so eine schlimme Haut hat. Und das ist auch ein bisschen belastet, muss ich sagen. Ja, dann kommt Schritt 2, The Bubble Double. Und das hat sogar auch mein Mann benutzt, fand er auch richtig gut. Und das ist mit Salicylsäure, mit Granatapfel und ist ein Reinigungsschaum. Und jetzt kommt's, porentiefe Reinigung und das Beste, der beugt Pickeln und Mitessern vor. Mega. Und die Optik, Leute. Ich finde, das passt alles so schön zusammen. Das hier in Mintgrün, das hier in so einem schönen metallischen, so ein Perlmuttrosa ist das. Glastiegel, extrem hochwertig. Und ach ja, sichert euch das auch als Weihnachtsgeschenk. Das wäre mal ein richtig, vor allem ihr spart ja auch so viel. Da habt ihr ein richtig krasses, hochwertiges Geschenk und habt so viel gespart. Das ist doch eine gute Idee. Wieso ist mir das vorher nicht eingefallen? Aber jetzt ist es mir zum Glück noch eingefallen. Da steht, der beste Freund des Kalmbalms. Nach einem langen Tag gibt es kein besseres Duo für eine gründliche Tiefenreinigung deiner Haut. Der Bubble Double hinterlässt sie sauber und strahlend. Ja, Porentiefreinigung. Pumpe eine walnussgroße Menge in deine Handfläche. Das mache ich und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, wie man sehen kann. Das ist super ergiebig. So, also ich drücke einmal immer von oben nach unten durch und dann bin ich mit der Menge eigentlich zufrieden und das hat auch so einen leichten rosanen Schimmer. Riecht angenehm. Massiere den Schaumreiniger in deine Gesichtshaut ein, wasche ihn mit warmem Wasser ab und weil ich ja schlau bin, habe ich ja kochendes Wasser mir hier rein, damit es jetzt gleich dann immer noch warm ist. Ist auch super angenehm. Fühlt sich auch so ein bisschen weich an. Und geht auch so schnell. Vor allem ist eine Reinigung, also eine gründliche Reinigung, auch super wichtig, damit nachher eure Cremes und Serien auch richtig in die Haut eindringen können und eure Haut dann optimal gepflegt wird, weil es bringt nichts, wenn ihr die teuersten Cremes und die teuersten Serien benutzt, aber letztendlich kann das gar nicht in eure Haut einziehen, weil der ganze Schmutz, Talg und Make-up-Reste noch drauf ist. Das bringt dann gar nichts. Und jetzt wasche ich mir das ab. Vor allem, es geht halt auch super schnell. Klar, wenn ich jetzt hier mit euch noch quatsche und euch das alles erkläre und zeige, dann dauert das natürlich. Aber wenn ihr das selbst für euch zu Hause macht, dann geht das super einfach, auch wenn ihr quasi so viele Produkte, das heißt so viele, ich meine, zwei Reinigungsprodukte und gleich kommen noch zwei Produkte. Wenn ihr die halt, ja, die Maske benutzt man ja nicht immer. Aber das geht so schnell. Ja, ist ja der Wahnsinn. Und dann steht da, trockne dein Gesicht mit einem Handtuch ab. Das habe ich natürlich auch gemacht. Und jetzt habe ich aber noch was, weil ich habe mich heute mit einer Freundin unterhalten und habe ihr von den Produkten erzählt und dass sie auf gar keinen Fall meinen Rabattcode verpassen darf. Und dann hat sie gesagt, sie benutzt gerade ein Produkt und ist damit super unzufrieden und ist schon sehr gespannt. Sie hat nämlich das Problem bei ihrem Reinigungsprodukt, dass sie sich reinigt, geht danach mit einem Wattepad drüber und hat dann noch mega die schmutzige Haut. Und deswegen
habe ich mir was überlegt. Ich mache den Test. Wattepad. Jetzt gehe ich über die Haut. Und dann schauen wir mal, ob da immer noch Schmutz dran ist. Weil das würde mich jetzt persönlich auch interessieren und ich habe das noch nicht vorher gemacht. Also ich bin auch gespannt, weil das, ich weiß es nicht, mir ist das nicht eingefallen, das zu machen, aber ja, das macht ja halt auch Sinn. Da kann man das mal schön überprüfen. Ich mache das nur an einer Hälfte vom Gesicht, weil sonst mache ich mir jetzt ja die ganze Pflege wieder kaputt. Aber ich möchte den Test machen. Da ist gar nichts. Leute, das hat so gut funktioniert. Test bestanden, also. Ja, extra für meine Freundin. Dann das nächste Produkt und ich finde alles gut. Ich kann mich nicht entscheiden, aber das finde ich so praktisch, weil man das auch zwischendurch nehmen kann, morgens nehmen kann, abends nehmen kann. Klar kann man alles, aber zwischendurch schminkt man sich ja nicht mal ab. Und das finde ich so, so toll. The Must Have, und ich liebe ja Wortspiele und das kommt halt von The Must Have und sowas liebe ich einfach. Und das ist jetzt in einem schönen metallischen Babyblau. Auch wieder ein Glastiegel. Und das hier ist für sofortige Feuchtigkeitspflege und enthält Hyaluronsäure, Lavendel und Aloe Vera. Und das ist halt auch perfekt geeignet für trockene Winterhaut, weil, wie gesagt, ihr könnt das auch zwischendurch benutzen, auch wenn ihr nicht geschminkt seid. Und ja, das benutze ich jetzt. Und ihr wisst ja, ich mag ja eigentlich gar keinen Lavendelduft, aber der ist so angenehm und der verfliegt auch relativ schnell. Also auch wenn man da jetzt kein Fan davon ist, ist das überhaupt nicht schlimm, weil das bleibt nicht ewig auf der Haut. Und dann klopfe ich mir den noch ein bisschen ein und dann räume ich hier ein bisschen auf, mache mir hier alles wieder hübsch und dann machen wir zusammen die Maske. Und die hat mein Mann auch mit mir gemacht. Also wie gesagt, schaut nochmal auf Instagram vorbei. Ich freue mich. Ich bin ja so ein Masken-Junkie. Kommen wir zur Maske. Und zwar heißt die The Seatox. Ich habe die schon geöffnet. Ich habe die ja auch schon ein paar Mal benutzt, wie man sehen kann. Und dazu gab es noch diesen süßen Pinsel. Und der ist natürlich auch vegan. Also das sind keine Tierhaare. Wenn ihr da jetzt Bedenken habt, alles tierversuchsfrei. Und vegan. Und die enthält Vitamin C und Kurkuma und ist auch für einen sofortigen Glow der Haut. Die muss 15 Minuten einwirken und die lässt sich auch super einfach wieder abwaschen. Also das ist nicht so, dass die dann extrem fest wird und hart und ihr dann noch schrubbeln müsst, weil ja, dann wird es länger dauern. Ist bei der aber gar nicht der Fall. Oh, ist das schön. Das kühlt jetzt auch so ein bisschen. Gefällt mir. Geruch finde ich ja so toll. Und Kurkuma hat ja sowieso richtig gute Eigenschaften. Das werde ich mir jetzt aufpinseln. Und dann lasse ich das 15 Minuten einwirken. Ihr kennt das ja schon. Dann wasche ich das ab und dann gucken wir, wie der Vorher-Nachher-Effekt natürlich auch ist. Und was ich halt auch an der Firma so toll finde, dass die halt extrem darauf gucken, dass die Produkte auch umweltfreundlich sind. Also die sind ohne Mikroplastik, ohne Parfüme, ohne Parabene, ohne Silikone, PEG-frei und was es da noch alles gibt. Das ist der Wahnsinn. Und die spenden auch immer 1% an ausgewählte Umweltorganisationen. Das finde ich auch toll, dass da noch ein bisschen weiter gedacht wird. Ja, ich gucke jetzt die ganze Zeit hier ins Display, aber ich muss ja auch gucken, wo ich hinpinsel. Und ihr dürft mir mal verraten, ob ihr schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen habt. Also ich noch nicht. Shame on me. Ich weiß noch gar nicht, was ich meinem Mann schenken soll, ehrlich gesagt. Vielleicht habt ihr da eine Idee oder ihr könnt mir mal sagen, für wen ihr noch Geschenke braucht. Also am leichtesten, muss ich sagen, fällt es mir ja immer für Freundinnen und für die Kleine, weil, ja, da kenne ich mich aus.
Es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit den Interessen meines Mannes nicht auskenne, aber da wird es dann immer so spezifisch und dann bin ich schon wieder raus. Ja, wir sehen uns in 15 Minuten. Hier bin ich wieder. 15 Minuten sind um. Das ist ein bisschen fest geworden, aber wie ihr sehen könnt, das ist nicht so rissig, sondern das fühlt sich geschmeidig an und auch glatt. Und jetzt habe ich ja hier noch mein Wasser, meine Wasserschüssel. Und jetzt werde ich mir das abwischen. Und dann könnt ihr mal sehen, wie wunderschön meine Haut geworden ist. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal gemacht. Ich möchte euch ja hier nichts vom Pferd erzählen. Ihr wisst, da lege ich großen Wert drauf. Ich möchte euch nichts empfehlen, was ich selbst nicht gut finde. Da habe ich dann ein schlechtes Gewissen. Ich sage was, wenn es mir nicht passt, wenn mir was nicht gefällt, das sage ich. Und dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass wenn ich was empfehle, dass es dann auch kein Fehlkauf ist. Und das ist mir wichtig, weil ich die Produkte hier auch natürlich für euch teste, weil für mich alleine müsste ich kein Video machen, sondern das mache ich für euch, damit ihr informiert seid, damit ihr die beste Info habt. Und jetzt wollte ich noch so viel sagen und bin schon fertig. Bin schon fertig hier mit dem Abwischen. Ist ja der Wahnsinn. Ich habe ja hier immer noch meinen Spiegel. Hier ist noch ein bisschen was. Krass. Oh, Leute, meine Haut fühlt sich ohne Witz so frei an, als ob die richtig, richtig gut atmen kann. So richtig irgendwie zum Durchatmen fühlt sich's an. Und das gefällt mir so. Die Haut ist super weich, schön gepflegt, die spannt nicht. Jetzt könnte man sich nochmal The Mist Have drauf machen als Abschluss. Ich bin glücklich, ihr seht's. Die Haut, Wahnsinn, mein Gott, was ein Glow. Ihr seht's. Ich bin begeistert. Vor allem, dass alles so einfach und problemlos geht, dass man nicht ewig rummachen muss. Da habe ich ja abends gar keinen Bock drauf. Ich freue mich, dass ich für mich die perfekten Produkte gefunden habe. Und deswegen, wie gesagt, denkt an den Rabattcode. Der steht in der Infobox. Der wird da aber auch nur eine Woche stehen. Deswegen wäre jetzt der richtige Zeitpunkt zuzugreifen, das auszutesten. Der Rabatt ist enorm und so einen krassen Rabatt wird es, glaube ich, auch nicht mehr geben. Also da bin ich ziemlich sicher, dass ein so, so hoher Rabatt. Schlagt zu, testet es aus, es lohnt sich, weil, ja, ich bin maßlos begeistert und werde selbst meinen Rabattcode auch benutzen. Das war's mit dem Video. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen, weil es sehr aufregend für mich, die erste Abschminkroutine für euch zu drehen hier. Und ja, wie gesagt, das war's. Bleibt mir alle gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!